Show. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Rima. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Bundeswehrskandal. Sold reicht nicht mal mehr fürs Essen. Terrorflaute. GSG 9 kommt aus der Übung. Erleichtert. Sultanat von Brunei feiert Kohls Abreise. Mai-Ausflug. Oma fällt echt blöd vom Hubschrauber. Die Themen der Woche. Katastrophenfilme haben Hochkonjunktur. Erst sorgte der Hurricane-Film Twister für Nervenkitzel und zurzeit lockt der Erdbebenschocker Dante's Peak die Zuschauer in die Kinos. Nun kommt ein neuer Horrorstreifen auf unsere Leinwand. Die Verfilmung des Lebens von Startenor Luciano Pavarotti. All you can eat kann es jede Sekunde zur Explosion kommen. Du solltest die Stadt in Alarmbereitschaft versetzen. Verzweifelte Restaurantleiter. Seht zu, dass ihr hier wegkommt, bevor es zu spät ist. All you can eat. Außenminister Klaus Kinkel besuchte in dieser Woche Rumänien. Seitdem wissen die Rumänen wirklich, was Elend ist. Die Opposition bezweifelt ohnehin schon seit langem, dass Kinkel noch in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte zu führen. Die Wochenshow hat den Test gemacht. Herr Kinkel, wie viele Finger hat eine Hand? Eins, zwei, drei, vier, oder ja, sechs? Ja, fast. Ja, stimmt schon. Ist in Ordnung, danke. Klaus Kinkel ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Kinkel, Sie wollten ja noch einmal nachfragen, wie viele Finger sind es denn nun in einer Hand? Der Sicherheitsrat hat sich mit beschäftigt, ohne dass er zu einem Ergebnis gekommen ist. Die NATO hat sich damit beschäftigt, ohne dass sie zu einem Ergebnis gekommen ist. Die WU hat sich damit beschäftigt, ohne dass sie zu einem Ergebnis gekommen ist. Und zwar nicht, weil die nicht ergebnisorientiert zusammengesessen wären, sondern weil es halt nicht so einfach ist. Ja, dann überlegen Sie noch mal, Herr Kinkel. Aber nicht überanstrengend. Am Montag, meine Damen und Herren, beginnt in Genf die Jahreskonferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO. Eine der größten Gesundheitsgefahren droht heute in der ARD, der Europäische Schlager Grand Prix. In der Wochenshow dagegen gibt es jetzt für Sie ein paar praktische Gesundheitstipps. Das Dr. Toll Forschungszentrum in Bamberg. Hier wurde eine völlig neuartige Zahnbürste entwickelt, die neue Dr. Toll Dekadent. Hallo, ich bin Dr. Toll. Und das ist die neue Dr. Toll Dekadent aus 24-karätigem Gold. Um das Zahnfleisch zu schützen, ist der Griff Öldruck gedämpft. Die echten Robbenfellborsten der Dekadent garantieren optimale Pflege. Außerdem ist der Kopf auswechselbar. Ja, wählen Sie zwischen Gold, Platin und Rubinköpfen. Und als kleines Dankeschön gibt es noch diese Geschenkbox aus Elfenbein dazu. Die neue Dr. Toll Dekadent. Die Zahnbürste für Privatpatienten und besser verdienende. Wenn das Ihr Problem ist, ist das Ihre Lösung. Schritt für Schritt zum Nichttrinker mit Hakotinell. Denn das Hakotinell-Pflaster führt dem Körper das zu, was er dringend braucht. Alkohol. 24 Stunden am Tag, 8 Tage die Woche. Ich hab's geschafft. Bis Hakotinell bin ich jeden Morgen Hacke. Spare bares Geld und das Allerbeste. Kein schlechter Atem mehr. Ja, mit Hakotinell zum Nichttrinker. Fragen Sie einen Apotheker nach Pilz, Whisky oder Strohrum. SPD-Chef Oskar Lafontaine zeigte sich bei den Maikundgebungen kämpferisch und griff die Regierung scharf an. Doch der frisch gebackene Vater kann auch ganz anders. Während der Schwangerschaft seiner Frau fand Lafontaine Zeit für ein paar tiefergehende Gedanken. Hommage an die Hure. Nur einer Frau treu sein. Und das bis ganz zuletzt. Ist nach meiner Auffassung schon hier
falsch angesetzt. Eines ist klar, immer mit derselben nur pennen. Dass wir das nicht mehr länger vertreten können. Die Gattin weiß nicht, was ihn scharf macht, den Mann. Sie geht hier viel zu zögerlich heran. In vielen Ehen sind die Frauen nur noch Koch. Was sollen die dann noch? Mal in den Kopf, wenn es zieht in den Lenden. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden. Schmutzigen Sex, am Abend, am Morgen. Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen. Freie Liebe, das ist unser Recht. Und das bedeutet konkret... Es ist erst dann erledigt, wenn es im Gesetzesblatt steht. Danke. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der poetischen Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Rostock, Norbert Blüm traf sich gestern zu einem Meinungsaustausch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Doch schon nach kurzer Zeit gerieten die Gespräche in eine Sackgasse. Ich spiele nicht. Das ist immer das Gleiche mit dir. Wenn du am Verlieren bist, hörst du auf. Das stimmt doch gar nicht. Das ist gar nicht mal so gut. Berlin. Zahlreiche Minister drängen auf die zügige Fertigstellung des künftigen Regierungsviertels. Vor allem Bundesbauminister Klaus Töpfer ist häufig in den Baugruben anzutreffen. Hannover. Ministerpräsident Gerhard Schröder hat die Medien mit seinen unklaren Aussagen zur Kanzlerkandidatur verärgert. Mittlerweile wird er bei Presseterminen gar nicht mehr ernst genommen. Mann, wo bleibt der nur? Seit 8 Uhr warten wir hier. Das dauert heute wieder ewig, ganz furchtbar. Da ist er. Da kommt er. Wer will was? Ich hätte gerne einen Sechser mit Barbecue, 2 Fischmeck und Cheeseburger und eine mittlere Cola. München. Nach einem ADAC-Bericht hat sich die Zahl der Falschfahrer im ersten Quartal des Jahres fast verdoppelt. Demnach kommt es vor allem in ländlichen Gebieten häufig zu Unfällen. Wir unterbrechen das Programm. Ach Kinder, ist das nicht toll, so ein Ausflug ins Grüne? Ganz toll. Ein wichtiger Hinweis für alle Autofahrer im städtischen Forst. Auf dem Waldweg an der alten Mühle kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie besser schon im Wald rum. Rüdiger, da! Washington. US-Präsident Bill Clinton hat seine schwere Fußverletzung vollständig auskuriert. Trotzdem ist er auch in Zukunft auf Gehhilfen angewiesen. Zum Tag der Arbeit beklagte der Arbeitgeberverband die hohen Lohnnebenkosten in Deutschland. Deshalb rät er seinen Mitgliedern, sich eine Existenz im Ausland aufzubauen. Hey, la Väterchen, nicht enttäuscht sein, macht nichts, nächstes Mal wird besser. Hey, hereinspaziert, Freunde, hereinspaziert, meine Damen und Herren. Wer hat noch nicht, der will noch mal. Großes Gewinnspiel, nur für eine Mark, 3 Würfe, wer will? Blick zurück zu Lück. Danke, Anke. Der Mai ist gekommen, die Fahrradsaison ist eröffnet und es gibt wieder viele Neuigkeiten. Alurahmen, Vollfederung und 30 Gänge lassen das Herz jedes Diebes höher schlagen. Wenn Sie wissen wollen, was der Radler von heute wirklich braucht, sollten Sie unbedingt in ein Fachgeschäft gehen. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich möchte gerne ein Zweirad kaufen. Ein was? Ein Zweirad. Ein Zweirad? Ein Zweirad, ja. Ich befürchte, wir haben hier keine Zweiräder. Und was ist das? Das ist ein Max Cycle CB Ultra Blast mit Ballistic XL 400 Gabel, Downhill Bar und Shimano Diore Elixir. Ganz daneben.
Und was ist der Unterschied zwischen dem und einem Zweirad? Ungefähr 30 Jahre technischer Fortschritt und 6000 Eier. Ja, dann hätte ich gerne so eins. Sicher? Ja. Okay. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. K803-Reifen, Leitchromorahmen. Wo kann ich denn da meinen alten Gepäckträger anmontieren? Was haben Sie gesagt? Nichts. Wo kann ich da meinen alten Gepäckträger anmontieren? Hab ich nicht. Wollen Sie eine Zentralverriegelung dazu? Ja, bitte. Wollen Sie einen Sattel? Nein, danke. Ach so, ja, natürlich, ja. Ich möchte einen Sattel. Ich will einen Sattel. An welche Schaltung haben Sie denn gedacht? Welche gibt's denn? Keine Tipps mehr. So. Mittel? Wie viele Gänge denn exakt? Zwei? 2000. 500. 20. 20. Jetzt wissen Sie also Bescheid. Sie wollen 20 Gänge. Ja, 20. Wollen Sie Sportpedale? Wollen Sie einen Tutenlenker? Wollen Sie eine lustige Tüte auf den Ab heute, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen an dieser Stelle große Momente der Geschichte mit Hintergrundinformationen und Bildern, die Sie so bislang nirgendwo gesehen haben. Sozusagen Geschichte aus erster Hand. Die Wochenschau in der Wochenshow. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber hier ist absolutes Rauchverbot. Ich hatte Ihnen schon mal gesagt, dass das Rauchen hier verboten ist. Ja, natürlich. Ja. Eine Sensation gibt es im Tennis. Steffi Graf hat die Nase voll. Stattdessen stellt sie ihr Riechorgan ab sofort in den Dienst der Zollbehörden. Sie ist seit letzter Woche das erste menschliche Mitglied der Spürhundstaffel des Zollamtes Passau. Steffi Graf ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Steffi. Steffi, Sie hatten ja einen tollen Einstand. Schon am ersten Tag haben Sie gleich 2 Kilo Kokain erschnüffelt. Als Start, glaube ich, kann es nicht besser beginnen. Ja, zur Belohnung haben Sie dann ja auch selbst etwas von dem weißen Pulver bekommen. War es dir gut? Das habe ich wirklich eine Woche lang ausgekostet. Ja, ja, aber ansonsten bekommen Sie doch nur Dosenfutter, wie die anderen Spürhunde auch. Trotzdem geht's ganz gut, danke. Toll, aber den Wettkampf vermissen Sie ja doch, denke ich. Deswegen wollen Sie Polizeihund des Jahres werden gegen sehr starke Konkurrenz. Wie schätzen Sie sich ein? Das werden wir sehen. Ich kann es im Moment nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass ich ganz gute Chancen habe. Na dann, toll, toll, toll. Vielleicht können Sie sich ja bald den Siegerknochen ans Halsband hängen. Ja, wäre toll. Also, danke, Steffi Graf. Steffi Graf, meine Damen und Herren, immer die Nase vorn. Zum Fußball. Starttrainer Giovanni Trapattoni hat es beim FC Bayern München nicht leicht. Presserummel, nörgelnde Ersatzspieler und Sprachprobleme erschweren ihm die Arbeit. Zurzeit plagen den Italiener allerdings noch ganz andere Sorgen. Oh, diese Darmspiegelung gestern. Wo sind denn hier die Toilette? Ich brauche ein Klo. Er misst dann eben nicht. Hoffentlich kann ich das bis Spielende halten. Zum Boxen. Graziano Rocky Rocchigiani gehört nach seinem letzten Sieg gegen John Scully wieder zur deutschen Boxelite. Nun fordert er sogar lautstark einen neuen WM-Fight. Trotzdem ist Rocchigiani in weiten Teilen der Bevölkerung noch unbekannt. Hör mal, und du hast wirklich schwanzlose Sackgesicht für den gesagt. Ja, Mann, ich hab den Typen nicht erkannt. Ach du lieber Scholli, da ist er ja. Hey, hör mal, Rocky. Sorry wegen der Anmache gestern in der Kneipe, ne? Du brauchst dir nicht in die Hosen scheißen, ich mach es kurz. Hey, das fände ich echt geholfen dir.
Hat sie getan? Sackgesicht! Und nun gebe ich ab zu Bastian Pastewka mit der Presseschau. Die Presseschau wird Ihnen präsentiert von Schulzubinden, Ihrer Zeitschrift fürs Schulbinden. Guten Abend. Die großzügige Bild-Zeitung berichtet über neue Einsparungsmöglichkeiten. Mit gutem Beispiel geht Bonds sparsamster Abgeordneter voran. Er übernachtet sogar im Büro. Das Zimmer teilt er sich mit Bonds sparsamster Sekretärin. Über Neuerungen bei der Telekom informiert die stets unterhaltsame Bild-Zeitung. In Telefonzellen gibt es bald farbige Hörer. Die Idee ist allerdings nicht ganz neu. Radio Simbabwe hat schon seit 1957 farbige Hörer. Einen hilfreichen Schönheitstipp liefert der attraktive Kölner Express. Dort heißt es Fisch und Spinat bei Haarausfall. Einige Testpersonen bemängeln jedoch, dass sich der Spinat schlecht kämmen lässt. Über einen ungewöhnlichen sakralen Akt informiert uns die stets gewaltfreie Bild-Zeitung. Bischof schlug Priester blutig. Der Priester dazu, ich hatte ihm extra gesagt, nur fesseln. Die Süddeutsche Zeitung meldet ein sensationelles Verbrechen. Ein Geldinstitut wurde von den jüngsten Bankräubern aller Zeiten heimgesucht. Die Minderjährigen verließen die Bank jedoch ohne Beute, weil sie von fremden Männern nichts annehmen durften. Ja. Ein medizinisches Allheilmittel will die gesundheitsbewusste Bild-Zeitung gefunden haben. Dem Blatt zufolge hilft Sex gegen Schmerzen. Vor allem bei Männern sind die Schmerzen wie weggeblasen. Die tierliebe Bild-Zeitung wartet mit einer pathologischen Sensation auf. Mann erstickte an seinem Kanarienvogel. Nach Angaben der Ärzte brauchte er irgendetwas, um den Käfig runterzuspülen. Und zum Schluss, das Streben nach plötzlichem Ableben war das Thema der Welt. Dort lesen wir, der Wunsch nach Sterbehilfe ging deutlich zurück. McDonald's nahm daraufhin den Fischmeck aus dem Programm. Das waren die Schlagzeilen der Woche. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Schulzubinden mit der Sonderbeilage Strümpfe hochziehen. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenschau handfeste Erotik-Tipps mit unserer bezaubernden Linda. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Zuschauerschwund, tibetanischer Fußball einfach zu schlecht. Neuer Trendsport aus Bayern, Extremernten. Und Chance, Chemnitz TV sucht neuen Techniker. Die Tage, meine Damen und Herren, werden länger, die Röcke immer kürzer und die Hormone spielen verrückt. Der Frühling ist da. Wenn Sie mit Ihren Frühlingsgefühlen nicht allein bleiben wollen, sollten Sie jetzt gut aufpassen. Denn jetzt gibt es eine neue Ausgabe unserer erotischen Serie Flirten mit Linda. Ja, hallo. Sie fragen sich wahrscheinlich, was ich hier mache. Wo sind die meisten Hausfrauen zu Hause? Natürlich im Supermarkt. Ein toller Ort zum Kennenlernen. Also wollen wir mal schauen, wen wir heute verkuppeln können. Oh, Moment mal. Ja, schon gar keine schlechte Trick, oder? Was ist denn los, Puppe? Willst du mich anmachen? Hier ist der Wag. Oh, ja, vielen Dank. Toll. Aber sagen Sie, wollen Sie mir nicht Ihren Namen verraten? Kuti, wieso? Kuti, haben Sie nicht Lust auf eine lecker tolle Abenteuer? Bei mir oder bei dir? Nee, Kuti. Kommen Sie mal rüber zum Gemüse hier. Gemüse? Und das hier ist alles für Sie, Kuti. Zeigen Sie mal, was Sie können. Die da? Hey, Puppe! Heute schon gemännert? Nee, so geht es nicht. Wir machen erstmal eine ganz vorsichtige Annäherung. Was? Bieten Sie sich einfach mal als Einkaufsberater an. Melonen testen Sie. Melonen, klar. Möglichkeit. Nein, nicht die Melonen. Einfach mal eine Melone in die Hand nehmen, drücken und sagen, was Sie davon halten. Kann sie knicken, die Melonen. Sie machen das schon ganz prima, Kuti, wirklich toll. Aber wissen Sie, eine kleine Tipp von der Linda. Die Frau von heute mögen mehr die einfühlsamen Männer.
Also plaudern Sie mal ganz unbeschwert über Ihre Einkäufe. Da kann man bestimmt viel Gemeinsames herausfinden. Na, kaufst du Katzenfutter? Suchst du was für deine Muschi? Da habe ich was für dich. Ein altes Hausmittel. Also, das hat ja fast geklappt, aber wir machen jetzt etwas anderes. Sie gehen jetzt los und sagen zu einer schönen Fräulein, hallo, gehen Sie öfter hier einkaufen? Ja, wie? Hallo, gehen Sie öfter hier einkaufen? Sag mal, gut, die spielen. Du machst hier schon wieder andere Weiber an, oder was? Ich hab überhaupt nicht. So, erst besoffen, Mann, dann kriegt der keinen mehr. Ja, wirklich. Blinde, ist immer Spaß dabei. Blinde, wie bald bist du zu zweit? Mit meiner Blödig schaffst es auch du. Mein Team mit Linda. Was hat der Arbeitsamt? Nee, was? Abfahrt! Das war die Wochenshow. Gleich zeigen wir Ihnen noch, wie Horst Lemminger den Bundeskanzler zur Rede stellt. Verpassen Sie danach nicht die witzigen Werbespots der Welt mit Fritz Egner. Tschüss, bis zum nächsten Samstag. Noch ein schönes Wochenende. Herr Bundeskanzler, Herr Dr. Kohl, ich habe in der Zeitung gelesen, dass heute Samstag ist. Stimmt das? Also wenn Sie jeden Tag alles in der Zeitung lesen und glauben und dann sogar noch bei Ihrem Sender Sat.1 alles glauben, dann müssen Sie auswandern. Ja, wenn Sie meinen, dann gehe ich jetzt, Herr Bundeskanzler. Tschüss.